Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wahlen in den USA sind entschieden. Joe Biden wird nächster amerikanischer Präsident. Was bedeutet das nun für das Kreditmanagement? Nun, erst einmal haben wir bis Januar eine Übergangszeit. In dieser Übergangszeit ist Donald Trump noch amtierender Präsident. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich während dieser Zeit noch viel verändern wird. Wir werden weiterhin einen Präsidenten erleben, der auf Distanz zu Europa steht, der wenig für die Pandemiebekämpfung im eigenen Land tut. Und von daher wird sich die Situation da nicht ändern. Es wird vielleicht ein Stück weit Zeit vertan. Was passiert nun mit Joe Biden? Er hat ja angekündigt, in viele Organisationen wieder eintreten zu wollen, aus denen die USA unter Trump ausgeschieden sind. Aber kann er wirklich durchregieren? Das hängt zum einen davon ab, wie am Ende die Sitzverteilung im Senat ist. Und da sieht es ja nicht so gut für die Demokraten aus. Und zum Zweiten will Biden ja das Land wieder einen. Das bedeutet, er muss den Trumpismus berücksichtigen. Er muss auch auf die republikanischen Wähler zugehen. Und wenn wir das jetzt entlang der wirtschaftlichen Entwicklung sehen, werden wir vermuten können, dass er auch weiter, weil das ist ureigenstes demokratisches Handeln, dass er zwar freundlicher, aber weiter den Protektionismus in den USA betreiben wird. Und die Frage wird sein, wie sich das Verhältnis der Weltmächte USA und China entwickelt und wie sich Europa da positioniert. Die USA erwarten ein starkes, stärker selbstverantwortliches Europa, auch ein selbstverantwortlicheres Deutschland. Und genau an der Stelle wird sich zeigen, wie sich unsere Partnerschaften entwickeln, aber auch, welche wirtschaftlich-finanziellen Konsequenzen dieses haben wird. Werden wir ein Partner auf Augenhöhe sein oder werden wir zwischen die Fronten USA-China gelangen mit allen negativen Konsequenzen für unsere Exporte, meine Damen und Herren? Deshalb gehen wir erstens davon aus, kurzfristig wird sich nichts ändern. Die Pandemie wird die USA weiterhin fest im Griff haben. Das heißt, unsere Exporte in diesem Bereich werden unter der Pandemie leiden. Auch amerikanische Unternehmen haben Probleme, ihren Zahlungen nachzukommen. Auch dort wird die Insolvenzquote steigen. Und auf mittlere bis lange Sicht wird sehr viel davon abhängen, wie kooperativ wir mit den USA zusammenarbeiten, wie stark wir hier auf Forderungen eingehen. Wir können aber davon ausgehen, dass es sicherlich eine unangenehmere Zeit im Außenhandel und damit auch im Export sein wird, als wir das vielleicht auch in den letzten 4, 5 Jahren erlebt haben, sodass hier verschiedene Dinge enger werden oder wir mehr Maßnahmen ergreifen müssen, um entsprechend Umsätze im internationalen Raum zu tätigen. Also von daher, seien Sie wachsam, planen Sie risikobewusst und schauen wir mal, wie sich das Leben jetzt auch kurz- und mittelfristig in den USA weiterentwickeln wird. Bis dahin, Ihnen alles Gute bei Ihren Geschäften.